Hallo meine Freunde, rein in die Gitterbetten und haltet eure Schnuller fest. Heute gibt's für alle gratis Wunderwindeln. Blöd, wir haben mal wieder was ganz Ausgefallenes bekommen. Heute darfst du nicht Milka testen, heute darfst du keine Maggi-Suppe testen, heute darfst du nicht Kino testen oder Mediamarkt testen und dafür Gutschein kriegen. Nein, Blöd, heute gibt's fucking Wunderwindel.de für jeden. Jetzt teilnehmen und gratis Produktprobe erhalten. Ist doch eine geile Sache und zeigt einmal wieder, welche Gruppen die Callcenter-Leute und die Datensammler versuchen anzusprechen. In diesem Fall werdende Eltern, gerade gewordene Eltern. Was verbindet diese Gruppe? Geldprobleme. Kinder bringen viel Freude, aber kosten auch viel Geld. Mit das teuerste neben Kleidung und diesen ganzen Ausrüstungssachen? Windeln. Blöd. Hier kannst du sie gratis bekommen. Eine Probierpackung beinhaltet 31 Windeln. Super, unverbindlich, 100 Stück pro Monat, keines Versandkosten. Ist doch eine schöne Sache. Aber hat natürlich wie immer einen Haken. Im Prinzip kennen wir ja die Maschen schon. Wir geben hier unsere Daten ein, beantworten ein paar dämliche Fragen und werden im Hintergang von E-Mail und Telefon so terrorisiert, dass wir am liebsten würden nehmen das Telefon und würden bei Waschmaschine reinstellen, damit es die Schnauze hält. Aber wir wollen uns natürlich angucken, wer steht dahinter. Wie funktioniert das? Wo wird sowas beworben? Und was kann man persönlich dagegen tun? Um vielleicht auch anderen zu helfen, die mit so einem Scheißdreck unterwegs sind. Also wollen wir mal anfangen, uns anzuschauen, wer stellt diesen Scheißdreck ins Internet? Gefunden habe ich das, beziehungsweise eine Nutzerin, die mir das geschrieben hat, bei Facebook in einer Elterngruppe. Wie ich schon gesagt habe, die wissen genau, wo sie nach Daten fischen müssen, bei Leuten, bei denen die Wahrscheinlichkeit möglichst hoch ist, sich bei sowas einzutragen. Eben Zielgruppenmarketing. Wo wir beim Thema Marketing sind, nennt sich auch die Firma AdTargeting GmbH. AdTargeting könnte man jetzt frei übersetzen, zielgerichtete Werbung in Paderborn. Warte mal, hatten wir nicht so einen superintelligenten Callcenter-Typen, der in Paderborn sitzt? Blöd, der hat das aber weit gebracht. Der hat es richtig weit gebracht. Vielleicht rufe ich mal bei denen an hier. Die haben eine Telefonnummer. Kann ich ihnen fragen, warum die Windel geplatzt ist nach nur einem Tag? Das soll doch Wunderwindel sein. Blöd. Ja, aber solche Leute sind das. AdTargeting GmbH. Von denen werden wir den ein oder anderen Masche noch hören. Da ist nämlich noch mehr im Umlauf. Aber jetzt wollen wir uns erst einmal mit der Wunderwindel beschäftigen. Ich habe natürlich gedacht, gut, bisher werden immer Namenprodukte, Markenprodukte beworben, die man testen kann. Aber wenn ich einfach mal nach Wunderwindel gegoogelt habe, das Einzige, was gefunden wird, ist dieses Gewinnspiel oder irgendwelche Verweise darauf. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein solches Produkt wirklich existiert. Es gibt keinen Eintrag einer Marke wunderwindel.de, keine Bilder, keine Review-Videos oder irgendetwas davon. Es ist hier also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Marke für diesen Datensammeltrick erfunden wurde und sie überhaupt nicht existiert. Super. Wollen wir uns mal anschauen, mit wem wir es hier zu tun haben. Die möchten natürlich hier wieder alle tolle Daten haben. Die kriegen von mir natürlich keine Daten, die sie irgendwie verwenden können. Gut, sie können sie verwenden, aber die Daten werden dann zumindest nicht vergütet, weil es Schwachsinnsdaten sind. Und dann gibst du hier erstmal deine Daten an, denkst, ist alles super. Vergiss natürlich vor Freude, geil, bisschen Geld gespart, kann man bisschen Süßkram kaufen, kann man bisschen tanken, kann man bisschen Schnuller kaufen oder sonst irgendwas. Und vergisst oder übersiehst, dass es eine sogenannte Sponsorenliste gibt. Jetzt frage ich mich, wenn die ihr eigenes Produkt zu Testzwecken anbieten, was will denn davon noch irgendjemand sponsern? Sitzen dann da die Angestellten von irgendwelchen Firmen und nähern das Windel von Hand? Oder lernen die und machen neue Zellsachen rein, das kann man das wieder benutzen? Wollen wir uns mal angucken, wenn wir alles mit dieser Teilnahme an dieser Abzocke hier eine vermeintliche Werbeeinverständnis geben, die über diesen Weg, nämlich die Eintragung in ein Formular, überhaupt nicht zustande kommen kann, wie Bundesgerichtshof entschieden hat. Über eine E-Mail-Opt-in kann kein rechtlich verbindliches Werbeeinverständnis zustande kommen. Das heißt, egal was wir jetzt hier machen, sobald die uns anrufen, machen sie sich strafbar. Die dürfen das nicht. Aber schauen wir mal, wer dabei ist. Die meisten werden wir kennen. Wir haben Burda. Ja, schön, da gewinnt man immer schöne Sachen. Allianzversicherung. Bonfrost. Bunter Steuerzahler, da könnte ich immer wieder kotzen.
Dinner for Dogs. Ja, warum wundert mich das nicht, dass die da wieder dabei stehen? Cora Blue, das sind die mit ihren lustigen Handschuhen, die die andrehen wollen. Directline Marketing, okay, die sind neu. Vertrieb von Strom- und Gasprodukten. Mal gucken, die rufen mich dann bestimmt bald an. ENBW, Ergo Direct, Gesellschaft für Konsumforschung, Goldgas. Nick Medienvertrieb, blöd, ist das euer Ernst? Und Yellow. Das sind diese Firmen. All diese Firmen geben den Betreibern dieser Seite Geld dafür, dass sie hier stehen, dass sie hier Kundendaten kriegen. Und diese Kundendaten werden dann, wenn man den Ablaufbeschreibungen aus recht aktuellen Dokumentationen, zum Beispiel von Spiegel TV über die Callcenter-Mafia in der Türkei glauben kann, an diese ganzen außenstehenden Firmen vergeben, die eben damit Kundenakquise betreiben sollen. Vermeintlich legal, jedoch völlig illegal und oft betrügerisch. Super, all diesen Firmen erteilen wir also nicht, zumindest nicht das Einverständnis, aber all die kriegen unsere Daten, sobald wir uns hier eintragen, in der Hoffnung, irgendetwas umsonst zu kriegen. Klar, könnt ihr bei Wunderwindel anrufen. Ist gar kein Problem. 100% gratis mitmachen. Ja, wäre ja schön, wenn das noch was kosten würde, dass man seine Daten preisgibt, blöd. So, wohin? Natürlich bei Windelstraßer 123. Was nehmen wir für ein Postleitzahl von Herrn Maulwurf? Gibt bestimmt bei Baden-Baden ein Windelstraßer. Noch ein letzter Schritt müssen wir geben. So, hier ist wie immer, wie wir an der Nummer schon sehen, ist absoluter Bullshit. Und wir nehmen wieder irgendeinen Monat, weil wir geben hier natürlich weder real existierende noch von irgendwelchen Personen existierende Daten an. Oh, Telefonnummer ist ungültig. Warum ist die etwa zu lange? Jetzt geht es. Und jetzt kommen wir an den knackigen Teil der Umfrage. Zwar haben die alle jetzt schon unsere Daten, aber um eben schauen zu können, womit kann ich den Kunden in Anführungszeichen am besten ficken, kriegen die hier den Input, indem du hier Input gibst. Jetzt Stromanbieter wechseln und eine der Top-Prämien sichern. Yellow informiert sie unverbindlich zu diesem Angebot. Guck mal, hier steht auch nirgendwo, dass du angerufen wirst. Und da kannst du jetzt irgendeinen Schwachsinn angeben, dann rufen die dich an und erzählen dir, blöd, du kriegst hier Apple iPad beispielsweise oder Galaxy Tablet oder sonst irgendetwas. Für 1 Euro. Wenn du dann aber vergleichst, was gleiche Stromvertrag nur mit Tablet mehr kostet, da kannst du dir das Ding kaufen von. Da gibt es mehrere Videos, wo Rakesh das sehr schön vorrechnet mit seinem Zahlenfimmel, dass du das Ding im Endeffekt selber kaufst und die das als Geschenk oder Prämie bezeichnen, obwohl es überhaupt keines ist. So, hier wird nach unsere Fernseher- oder Streaming-Gewohnheiten abgefragt. Ich schaue beides, weil dann ruft mit Sicherheit Sky TV an. Zahlen Sie Ihre Gasrechnung, Gaskosten direkt an den Versorger. Hier ist jetzt auch wieder eine sehr geschickt gestellte Frage. Wenn du jetzt nämlich zahlst, ja, mein Vermieter zahlt über die Nebenkosten, werden die dich nicht mit Gas anrufen, weil du den Vertrag nicht wechseln kannst. Die zielen hier ganz genau auf Menschen ab, die selber bezahlen und diese werden dann angerufen. Da soll Yellow schöne Wunderwindeldaten kriegen, ist okay. Nein, Prämien wollen wir nicht. Und hier fragt auch die Firma, pflegen Sie einen Angehörigen mit Pflegegrad oder haben Sie einen Pflegegrad? Hier steht auch nirgendwo, dürfen wir Sie anrufen oder wir rufen Sie an. Ja, hab ich. Geht auch eigentlich nichts an und deswegen dürft ihr mich auch nicht anrufen, aber da. Nein, hier irgendwelche kostenpflichtigen Sachen wollen wir nicht. Guck mal, die machen das anders. Die machen das so. Haben Sie Interesse an leckeren Lebensmitteln, bla bla bla? Dann sagst du ja und dann rufen sie an, sagst, der Gutschein konnte nicht zugestellt werden. Ich wollte Adresse abgleichen und versuchen dann gleich eine Bestellung zu generieren. Ja, Gleitsichtbrille kannst du jetzt auch schon gratis bekommen. Finde ich geil. Brauchen Sie Hilfe bei Steuererklärung? Ja, manchmal habe ich Fragen. Und nein, ich möchte natürlich nichts kostenlos bestellen. So. Vielen Dank, Herr Windel. Ihre E-Mail-Adresse ist vorgemerkt. Ja, das ist im Endeffekt die ganze Abzocke. Die Masche ist wie immer die gleiche, bloß mit einem anderen Aufhänger diesmal, der mir so komisch vorkam, dass ich dachte, da muss man mal was drüber machen. Weil das ist halt auch wieder, wie gesagt, Zielgruppenmarketing. Die suchen sich finanzschwache oder sozial schwache Gruppen, machen da zielgerichtet ihre Werbung und es klappt. Wie man eben dadurch sieht, dass ich auf diesen Link aufmerksam gemacht wurde durch ein fleißiges Hörerin, die irgendwo in einer Elterngruppe drin war. Dann haben die sich entweder da reingeschlichen oder eines von den Mitgliedern ist darauf reingefallen und sagt, das finde ich so toll, das möchte ich den anderen auch zeigen. Wenn ihr so eine Scheiße auch mal geschickt bekommt,
weise die Leute hin auf irgendeines dieser Videos, die diese Thematik behandeln. Am besten natürlich auf das Video, in dem es um die Masche geht, die sie versuchen euch zu vermitteln, um euch was Gutes zu tun. Und sagt denen mal, die sollen sowas lassen. Mal gucken, was sie uns noch andrehen wollen, wenn wir auf weitergehen. Wichtig für die Teilnahme, wir sollen jetzt unsere E-Mail bestätigen. Denn damit kommt dieses sogenannte Double Opt-in zustande. Du gibst deine Daten ein und bestätigst dann nochmal per E-Mail, dass du das bist. Da ich aber auch die Daten von meines Nachbarn nehmen kann und einfach irgendeine E-Mail-Adresse in 10 Sekunden bei AOL, Gmail oder GMX mache, interessiert nicht. Mit einem Grund, warum das völlig irrelevant ist, was die machen. Ich habe sogar schon getestet, mit nur einer Anmeldung bei einem Gewinnspiel ohne E-Mail zu bestätigen, du kriegst trotzdem so fucking vieles anrufen, das ist einfach nur um Seriosität vorzugaukeln. Und am besten abonnierst du dann hier freiwillig noch eine Zeitung, dann müssen die dir nicht so viel andrehen. So, meine Freunde, ich hoffe, ich konnte wieder etwas dicht in die Windel, ins Dunkel bringen. Und ich hoffe, von euch ist keiner drauf reingefallen, wird nicht drauf reinfallen. Und wenn ihr einen begegnet, der drauf reingefallen ist, lasst ihn mal freundlich die Leviten und grüßt ihn von eurem Dimitri. Bis dahin, auf Wiederhören.